Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr am effektivsten trainieren könnt und wie ihr euch auch so ganz, ganz schnell in Fortnite verbessern könnt. Wenn euch solche Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg 10.000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei, dort werden wir heute die FNCS Woche 4 zocken. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der wichtigsten Sache eigentlich, um sich wirklich schnell zu verbessern. Und das ist eine vernünftige Warm-up-Routine. Da hätte ich euch empfohlen, das Ganze so 20 bis 45 Minuten zu machen. Ich habe auch schon viele Videos gemacht zu den ganzen einzelnen Maps. Ich werde euch jetzt nochmal die ganz kurz zeigen, aber wenn ihr es genauer sehen wollt, habe ich mal ein Video in der Infobox verlinkt und dort habe ich euch die ganzen Maps mal genauer vorgestellt. Ich werde euch jetzt nur einmal die drei Maps zeigen, die ich eigentlich eher benutze. Das ist zum einen einmal die Mongol Classic Map. Das ist einfach eine Map, womit man so eine der wichtigsten Taktiken trainieren kann, die man auch wirklich eigentlich fast immer gebrauchen kann. Außerdem trainiert man damit schon mal so ein bisschen das Editen und ein bisschen das Aim auch. Dann als nächstes hätte ich euch empfohlen, Aim Training zu machen. Ihr könnt zum einen hier diese Map nehmen, den Scavok Aim Trainer. Allerdings, wenn ihr zum Beispiel Kovacs habt, das ist natürlich nur für PC verfügbar und kostet auch Geld. Wenn ihr das habt, könnt ihr natürlich auch damit trainieren, ist ja euch überlassen. Und ansonsten hätte ich euch noch empfohlen, einfach Freebuild zu machen. Macht dort einfach die Sachen, die ihr Edits hier machen wollt, die ihr Buildings hier machen wollt. Da gibt es keine genaue Vorschrift, wie ihr das machen müsst. Macht ihr einfach so ungefähr 7 Minuten, als ich hätte euch empfohlen. So, Morgen Classic dauert 3 Minuten die Map so ungefähr. Dann Aim Training hätte ich euch so empfohlen. Ja, 12 bis so ungefähr 30 Minuten zu machen. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Dann die restliche Zeit eben halt, je nachdem wie lange wollt, bis zu 10 Minuten einfach ein bisschen Freebuild machen. Macht dort einfach die Sachen, die ihr machen wollt. Also es gibt wirklich keine Vorschriften dafür. Baut einfach zwischendurch ein paar Edits ein, dass ihr das trainiert und nicht immer nur das Gleiche machen. Macht einfach unterschiedliche Sachen, egal wie hilfreich sie vielleicht im Normal Game sind. Jede gebaute Sache trainiert einfach so ein bisschen die Finger wieder, dass sie ein bisschen warm werden und alles. Ja, mehr gibt es dazu dann eigentlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr nochmal zu den anderen Maps genauere Sachen sehen wollt, habe ich dazu ein Video gemacht. Und ich würde sagen, dann kommen wir mal zum zweiten Part. Und zwar ist das, die ganzen Creative-Sachen zu trainieren, jetzt außerhalb von der Warm-Up-Routine. Und zwar so etwas wie Build-Fights, Box-Fights und Zone-Wars. Zone-Wars hätte ich euch zum Beispiel empfohlen, das einfach zu machen, nur wenn ihr wirklich fürs Endgame trainieren wollt. Ich brauche es eigentlich nicht mehr so wirklich, weil ich im Endgame eigentlich relativ gut bin. Da konzentriere ich mich lieber beispielsweise auf die 1v1s, also so ein bisschen Build-Fights, Box-Fights. Da ist diese Map wirklich extrem, extrem nice. Ist meiner Meinung nach auch so ziemlich die beste Creative-Map. Ansonsten, wenn ihr Box-Fights machen wollt, ist die Map hier von Enigma, die neu rausgekommen ist, relativ nice. Hier seht ihr auch nochmal den Map-Code. Da können 16 Spieler rein und dann geht es wirklich eben halt immer, nachdem eine Runde beendet wurde, geht direkt die nächste Runde los. Das heißt, man hat keine Wartezeiten. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice und hilft einem wirklich extrem gut weiter, wenn man Boxfights trainieren will. Wenn ihr jetzt auf der Suche nach Gegnern für solche Maps seid, empfehle ich euch den Enigma Discord Server. Dazu müsst ihr einfach einmal im Discord nach Enigma suchen, sollte man relativ leicht finden. Der Server hat auch fast 130.000 Mitglieder und dort findet man wirklich in Sekunden neue Mitspieler und Gegner für 1v1s, für Boxfights und für Zone Wars natürlich auch. Und vor allen Dingen die Gegner dort sind eigentlich alle relativ gut, das heißt, man hat nicht irgendwelche Noobs, wenn man jetzt irgendwie random Creative Mode Lobbys auffüllen spielt, sondern man hat eben halt wirklich, wirklich gute Spieler, womit man auch vernünftig trainieren kann. Deshalb wirklich nice Taktik, um das zu trainieren. Wichtig dabei ist allerdings auch, dass ihr nicht nur irgendwie Boxfights, nicht nur Buildfights oder nicht nur Zone Wars spielt, sondern dass ihr eine Mischung daraus macht. Wenn ihr natürlich schon Zone Wars wirklich gut könnt, dann müsst ihr das nicht mehr so häufig spielen. Aber spielt nicht nur eine Sache, macht nicht nur Edits, macht nicht nur Free Builds. Macht nicht nur Aim-Training, das bringt euch alles alleine nicht, sondern ihr müsst einfach eine gute Mischung zwischen all diesen Sachen finden. Und natürlich ist Creative auch nicht das Einzige, was man spielen sollte, denn ansonsten gibt es natürlich auch die Normal-Modis, wo man eben halt keine festen Gegner hat, sondern irgendwelche Random-Gegner, was dann tatsächlich am Ende das beste Training ist. Wenn ihr wirklich ein guter Spieler seid, dann
würde ich euch empfehlen, Arena zu spielen, denn dort sind einfach die Gegner nochmal besser und ihr könnt besser trainieren. Allerdings immer, wie gesagt, nur wenn ihr gut genug seid, denn dort hätte ich euch empfohlen zu W-Clean. Und was W-Clean einfach meint, ist, dass man auf jeden Gegner, den man sieht, raufpusht, auch wenn man low ist. Natürlich sollte man nicht dumm irgendwo raufpushen, allerdings pusht man trotzdem auf so ziemlich jeden Gegner dabei rauf. Und wenn ihr immer nicht gut genug seid, dann bekommt ihr auf in Arena nur auf die Schnauze. Ansonsten hätte ich euch empfohlen, Solo zu spielen oder Duo oder Squads, also dann Solo gegen Squads und so. Ich hätte euch da allerdings nicht empfohlen, mit irgendjemand anderem das zu spielen, solange ihr eben halt nicht Calls üben wollt, wie zum Beispiel für Duo FNCS, denn ansonsten kann es sein, dass ihr vielleicht nur durchgecarried werdet. Und das ist dann natürlich nicht der Zweck der Sache und deshalb einfach ein bisschen Solo spielen und dort dann auch wirklich auf jeden Gegner W-Keyen, auch wenn ihr dann häufig hintereinander sterbt. Irgendwann lernt ihr einfach aus den Fehlern und das ist auch wichtig, Rage dabei nicht. Das hindert euch nämlich wirklich nur daran, dass ihr euch verbessert, sondern guckt einfach, was ihr schlecht gemacht habt und versucht das dann einfach im nächsten Game zu verbessern. Das ist auch extrem wichtig und auch einer der großen Punkte, weshalb viele Leute sich nicht verbessern können. Denn wenn man ein schlechtes Mindset hat, dauerhaft raged, dauerhaft traurig ist und so, dann kann man natürlich auch nicht richtig konzentriert aufs Game sein. Deshalb sagt einfach, dass ein Tod etwas Gutes ist, denn aus den Fehlern könnt ihr lernen. Noch besser als allerdings die Normal Public Modis zu spielen, ist einfach in den Tournaments wirklich genauso wie in der Arena zu W-Keyen. Dort verliert ihr keine Punkte, wenn ihr verkackt. Ihr habt einfach die 10 Runden bei jedem einzelnen Cup und könnt da so viel W-Keyen wie ihr wollt. Wenn ihr stirbt, dann habt ihr eben halt eine Runde weniger. Letztendlich, ohne W-Keyen kommt man meistens oder so nicht zu den Preisgeldern, vor allem weil die mittlerweile ja so wenig sind, kommt ja meistens nur noch ab Platz 50 beim Duo Cash Cup oder eben halt ab Platz 10 beim Solo Cash Cup überhaupt Preisgelder. Das zu schaffen, wenn man wirklich nicht der beste Spieler ist, ist irgendwie unmöglich. Deshalb könnt ihr auch einfach so W-Keyen mit campen. Kommt ihr da nicht weiter, ihr trainiert nicht und dann spielt ihr eben vielleicht nur anderthalb Stunden, wenn ihr häufig Early Game sterbt, aber dann trainiert er wenigstens dadurch. Bei FNCS kann man das natürlich nicht so gut machen, weil einfach die Gegner dort viel zu krass sind. Dort kann man dann mal eher so wirklich richtig, richtig stackedes Endgame trainieren, was auch richtig gut ist, aber eben halt für fürs wirklich beste Training ist am besten einfach Hype Night, Cash Cups und Daily Cups. Dort trainiert man wirklich auch extrem gut. Als nächstes solltet ihr dann auch immer VOD reviewen, vor allen Dingen, wenn ihr beispielsweise eine FNCS gespielt habt und dort dann auch gut abgeschnitten habt, könnt ihr trotzdem einfach euch die ganzen Runden nochmal anschauen und gucken, was ihr vielleicht verbessern könntet, was ihr allerdings aber auch gut gemacht habt. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich das alles genau erklärt habe. Link dazu ist nochmal in der Infobox. Ihr könnt natürlich trotzdem auch andere Leute VOD reviewen und euch dann einfach beispielsweise auf YouTube Gameplay von Benji Fishy, Mr. Savage, Mongral angucken und schauen, was die vielleicht anders machen als ihr, was die vielleicht besser machen als ihr. Und dann dort auch gucken, was ihr daraus lernen könnt. Ist wirklich auch immer sehr, sehr effektiv, um zu trainieren. Dann der nächste wichtige Punkt ist ganz einfach, dass ihr auch Spaß haben solltet. Seht das nicht nur als reines Training, sondern habt auch einfach Spaß beim Zocken, denn ohne das bringt das Ganze ja auch nichts. Sucht euch einfach dann auch zwischen euch vielleicht mal ein Modi aus wie Operation Knockout, wo ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Fun habt, ein bisschen mehr Kills macht und so. Trainiert man trotzdem oder ansonsten macht einfach mal ein bisschen was zum Ausgleich, macht ein bisschen Sport und so, dann bekommt ihr einfach wieder ein bisschen klareren Kopf und könnt so dann am Ende auch wieder weiter und besser trainieren. Ganz, ganz wichtig bei der Sache ist allerdings auch noch, dass ihr motiviert bleiben solltet. Setzt euch irgendwelche Ziele im Kopf und ruft euch die auch immer wieder in den Kopf und denkt einfach dauerhaft daran und dann bleibt ihr einfach motivierter und habt am Ende auch mehr Fun bei der ganzen Sache. Und das war es soweit dann eigentlich mit meinen Tipps. Wenn ihr auch weitere Tipps habt, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben, genauso wie weiteres Feedback. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Das war es, wie gesagt, soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.